Mein Name ist Freddy Ruestaller, ich bin Produktmanager bei VeloPlus und in diesem Video zeige ich euch heute, wie man eine Shimano-Bremse schnell entlüftet. Schnell entlüften heisst, man entlüftet nur den Bremshebel, wobei das eben meistens ausreichend ist, um wieder einen satten Druckpunkt zu erreichen. Hier haben wir das benötigte Werkzeug, in diesem Fall eine Zange, um den Bremssplinten zu entfernen. Bremskolbenwerkzeug zum Bremskolben zurückschieben, Entlüftungsblock, Trichter fürs Mineralöl, Mineralöl und dann noch Reiniger und Putzmaterial zum Bremsreinigen am Schluss. Erster Arbeitsschritt ist Bremsbelegung Grundposition drücken und den Entlüftungsblock montieren. Für das nehme ich das Bremskolbenwerkzeug. Mit dem Bremskolbenwerkzeug drücken wir die Bremsbelegung Grundposition zurück. Das macht man, bevor man die Bremsbelegung entfernt. Shimano verwendet immer keramische Kolben und die würden beschädigt werden, wenn man direkt auf die Bremskolben drückt. Zum Bremsbeleg entfernen, muss man zuerst den Sicherungssplint entfernen. Bei vielen Modellen ist das auch ein geschraubter Bolzen, der mit einem Sicherungsclip gesichert ist. Dann kann man den Beleg aus der Bremszange rausziehen und auf die Seite legen, damit sie nicht mit Öl verschmutzt werden. Dann wird in der Bremszange der Entlüftungsblock montiert. Der ist notwendig, damit man beim Pumpen mit dem Bremshebel nicht durch die Bremskolbe zur Bremszange ausdrücken. Damit der Entlüftungsblock nicht zur Bremszange ausfällt, nimmt man am besten so einen Kabelbinder oder kann auch den Sicherungsbolzen oder den Splinten verwenden. Als nächsten Schritt tut man den Bremshebel in eine waagerechte Position bringen, damit die Entlüftungsschraube am höchsten Punkt ist, damit alle Luft entweichen kann. Bremshebelbreiten löst man mit einem Viererimbus, stellt den Hebel in eine waagerechte Position und tut den Bremshebel wieder anziehen. Den Entlüftungstrichter vor dem Befüllen mit Öl unbedingt mit dem Stöpsel verschliessen. Dann etwa die Hälfte befüllen. Und jetzt sind wir bereit zum Entlüften. Der Trichter hat ein Kunststoffgewinde und darum muss man aufpassen beim Aufschrauben vom Trichter auf den Bremshebel, dass man nicht überdreht und das Gewinde abbricht. Nicht zu fest anziehen, einfach schön satt. Dann Stöpsel entfernen zum Entlüften. Und jetzt folgt der eigentliche Entlüftungsvorgang. Man tut hier am Bremshebel ziehen und dann steigen im Trichter Blöterli auf. Und wenn man den Bremshebel wieder loslässt, wird Mineralöl in Bremshebel in Ausgleichsbehälter notgezogen und so stellt sich wieder ein satter Druckpunkt ein. Zur Unterstützung, damit die Blöterli einfacher rauskommen, kann man auch fein mit einem Werkzeuggriff während dem Ziehen vom Bremshebel an Bremsgriff pöpperle und so eventuell noch Luftblasen, die im Ausgleichsbehälter sind, lösen, damit sie aufsteigen. Wenn sich am Hebel wieder ein satter Druckpunkt ergibt und keine Luftblasen mehr aussteigen, ist der
Entlüftungsvorgang abgeschlossen. Bevor man den Trichter wieder abschraubt, unbedingt mit dem Stöpsel verschliessen. Und dann den Trichter abschrauben. Jetzt kann man wieder die Entlüftungsschraube anbringen. Darauf achten, dass hier die O-Ring-Dichtung vorhanden ist, damit auch der Ausgleichspalter dicht verschlossen wird. Zum Schluss noch den Bremshebel von Ölspuren reinigen. Dazu kann man einen Veloreiniger wie den Velo Plus Shell Veloreiniger brauchen. Und den Bremshebel sauber abreiben. Dann kann man den Bremshebel wieder in die gewünschte Position zum Fahren bringen. Hier nur leicht handfest anziehen, damit sich im Fall eines Sturz der Bremshebel verschieben am Lenker und nicht gerade so beschädigt wird, wie wenn er zu fest angezogen ist. Jetzt kann man den Entlüftungsblock wieder aus der Bremse entfernen. Und Bremsbeleg wieder montieren. Und zum Schluss den Sicherungssplint oder den Bremsbelag bolzen, wieder montieren. Und das war die Schnellentlüftung von einer Shimano Scheibenbremse. Alles Werkzeug, das ihr für die Schnellentlüftung braucht, findet ihr unten im Infotext. Das war es schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.